Punk. Auf punkrockersradio.de. Hallo zusammen, ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk und heute zu Gast bei mir in Mönchengladbach, was eine Seltenheit ist, aus Düsseldorf, Art One, Art Own, Art Now und von denen hören wir uns jetzt mal das erste Stück an. Das war ein Art One, Art Own, Art Now. Forget about the net, baby. Und
Zwei Musiker der Band sind heute hier zu Besuch, und zwar der Sänger und Gitarrist Joko und der Bassist Masia. Hallo. Hallo. Hi. Okay, ja, lass ein bisschen über die Band quatschen irgendwie. Ich habe euch jetzt wahrgenommen über die Ox Review. Ja, mir wurde hier diese Promo irgendwie, die ist mir zugekommen, und die hat mich umgehauen. Ja, also ein total internationaler Sound, der aber seine Noise-Wurzeln hat. Und obwohl er recht melodisch rüberkommt, garantiert sperrig genug ist, um so einfach als Mainstream durchzugehen irgendwie. Seid ihr euch des Balanceaktes, den ihr da angegangen seid, bewusst? Ist das so Konzept? Oder ist das jetzt so das Ergebnis des Songwritings der letzten paar Monate? Joko. ist natürlich so eine halbbewusste Sache, sag ich mal. Also das ist irgendwo schon immer so eine Gratwanderung. Wir versuchen eben aus den beiden, aus diesen beiden Welten, sag ich mal, also das, quasi die Aufgabe hat sich irgendwie so ergeben, das zusammenzubringen. Also nur schön und nur Melodie ist uns einfach viel zu langweilig und viel zu poppig, und nur Abriss ist auf Dauer auch irgendwie kein, da fehlt dann wieder der Song. Mhm. Deswegen ist das im Prinzip eigentlich genau das Ding. Also man muss irgendwie diese Gratwanderung schaffen. Das ist es eigentlich. Ja. Was das ein Stück weit bestätigt irgendwie, ich habe im Internet irgendwo, war es in eurem Info oder ich weiß nicht wo, gelesen, dass die Platte zumindest draußen eingesungen wurde. Irgendwie, was ist das für eine Geschichte? Wie habt ihr die aufgenommen? Wie habt ihr die produziert? Wie seid ihr da rangegangen? Haben sich da deine Gedanken zum Konzept der Band oder der Darstellung bestätigt? Oder wie habt ihr das Ganze, wie seid ihr das Ganze angegangen? Also sind das schon eigentlich doch recht konzeptionell erstmal angegangen, haben uns überlegt, zusammen mit Guido Lukas, der es produziert hat, der eigentlich auch Wunschproduzent war, das war auch eine ganz glückliche Zusammenkunft irgendwie, haben uns schon genau überlegt, wie wir das halt aufnehmen wollen im Studio. Also hat man natürlich technisch tausend Möglichkeiten, wie man es macht und wer in welchem Raum und was hintereinander, ob man es live spielt oder wie auch immer. Und für uns war ziemlich schnell klar, dass wir das, dass das so, wie wir es auch von uns selber vom Spielen her, weil wir sehr viel auch Live-Sessions, auch im Proberaum immer wieder Sessions gespielt haben, dass wir den Sound, den wir wollen, eigentlich nur hinbekommen, wenn wir es wirklich live einspielen. Und live einspielen auch insofern, als dass wir das wirklich alles in einen Raum stellen und einfach spielen. Okay. Und das war so die Grundidee davon. Also wir haben wirklich alles komplett live aufgenommen, alles in jeweils einem Take halt. Also es gibt auf der ganzen Platte, ich weiß nicht, keinen bis maximal, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht richtig im Kopf, 8 Overdubs oder so, wenn überhaupt. Ah, okay. Also das Ding ist wirklich live eingespielt, und also bis auf den Gesang halt, den haben wir dann halt später gemacht. Ja. Da haben wir halt auch überlegt, wie machen wir es, und das war ein schöner Tag, und dann habe ich mich halt da draußen gestellt, was genau richtig so war. Das hat bestimmten Songs echt nochmal das Ding gegeben. Sorry, die ganze Band war jetzt draußen oder nur der Sänger? Nee, das war nachher, das war dann bei den Gesangsaufnahmen. Ja. Die Gesangsaufnahmen haben dann zu einem Großteil draußen stattgefunden. Ja, okay. Wo habt ihr das aufgenommen? Bei Guido Lukas in Troisdorf? Oder wo? Genau, in der alten Blue Box in Troisdorf, ja. Okay. War noch eine der letzten Bands quasi, die da noch in den heiligen Hallen residieren durfte. Ihr seid heute hier, weil ihr heute einen Auftritt in Mönchengladbach habt, im Stör-Sound-Studio? Das ist jetzt eigentlich quasi die Überleitung. Das ist eigentlich die neue Blue Box. Also Guido Lukas ist quasi mit der Blue Box von Troisdorf hier hingezogen, wenn man so will. Mhm. Und teilt sich jetzt quasi das Studio mit anderen Leuten. Das ist jetzt sozusagen Blue Box und Störsound ist jetzt quasi ein Ding. Ich dachte, er würde Troisdorf behalten irgendwie, aber er ist komplett umgezogen. Okay. Ah, ja, gut, ja, okay. Leider. Ja. Leider. Okay. Leider. Weil es war sehr schön dort auch zu sehen. Also es war jetzt nicht schön, weil die... weil die Räumlichkeiten besonders schön waren, die waren eher abgeranzt, aber genau das war eigentlich auch der Flair, wo man dann merkt, so okay, hier ist schon einiges passiert, so also da haben viele Leute Schweiß und Blut und alles, was man sich so vorstellen kann, hinterlassen und diese Mauern atmen Musiker, Musik. Alles ist einem da entgegengeströmt, was man so an Rock'n'Roll irgendwie sich vorstellen kann, so, und das ist halt eigentlich eine coole Atmosphäre, um aufzunehmen, wie ich finde. Okay, und heute ist aber alles anders, weil er ist jetzt nach Gladbach gezogen. Und kennt ihr die neuen Räumlichkeiten schon? Ja, wir haben schon dreimal da gespielt dieses Jahr. Ja. Ist
ist gut, ist anders. Muss man natürlich erstmal sich dran gewöhnen. Okay. Ne? Wir hören mal rein. Für die Leute, die die Band vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen haben, das Spektrum ist schon enorm. Kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, wie er das musikalisch umsetzt. Weil gerade hier bei dem zweiten Song, da stellen sich mir Fragen irgendwie. Ich bin auch sehr gespannt auf das Konzert. Ich werde natürlich nachher mitkommen irgendwie. Aber hören wir jetzt erstmal Letter to KG von Art One, Art Own, Art Now.
Das war Letter to KG von Art One, Art Own, Art Now. Und ich frage jetzt mal den Joko, wer ist denn überhaupt KG? KG, Kim Gordon. Das ist von Sonic Youth. Ja, wir haben ihr einen Brief geschrieben und haben sie gebeten, ihre Stimme zu diesem Song beizusteuern. Leider haben wir nie eine Antwort erhalten. Ich sag mal, probieren kann man es ja mal. Okay. Also haben wir es ohne Kim gemacht. Naja. Also haben wir es dann ohne gemacht. Ja. Und dementsprechend ist auch der Song dann so entstanden. Okay, sehr geschmackvoll, auf jeden Fall. Diese Nummer, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass ich die Frage stellen wollte, was habt ihr euch dabei gedacht? Also startet ja recht schnell als, ich sag mal, Alternative irgendwas mit Noise-Nummer irgendwie und hat dann nach 2,5 Minuten oder so diesen Sturz ins, ja, ich sag jetzt mal, ist vielleicht nicht der treffendste Begriff, aber ich sag mal so ins Psychedelische. Ne? Das Tempo wird reduziert irgendwie mit irgendwelchen elektronischen Hilfsmitteln. Wie macht ihr das? Ihr seid doch bloß ein Trio. Ihr seid doch eigentlich bloß Gitarre, Bass und Schlagzeug. Wie kommt da so ein Sound bei rum und kriegt ihr das auch genauso live hin? Also live ist es ganz genauso. Es ist auch nicht technisch irgendwie gefummelt, sondern es ist halt echt gespielt einfach. Also so ist es live, genau wie man es da hört. Ja, keine Samples. Keine Samples. Ja. es ist letzten Endes ja, irgendwo auch so ein Klassiker bei uns. Das ist halt so ein typisches Stück, was eben eigentlich so aus zwei Teilen besteht. In dem Fall war es jetzt so, der erste Teil ist so eine Songidee, die im Prinzip schon immer da war, schon seit Jahren, die quasi immer darauf gewartet hat, mal irgendwie verwurstet zu werden. Und der zweite Teil ist halt bei uns so ein ganz klassisches Ding aus so einer Session, was mal mehr oder weniger genauso gespielt worden ist. Mhm. Naja, irgendwann ist die Zeit halt reif. Irgendwann merkt man, okay, an der Stelle, das kann da wunderbar zusammenfließen. Und ich glaube, gedacht haben wir gar nicht. Nee, also das, also wie jetzt wirklich diese Geschwindigkeitsänderung ganz genau zustande kam, kann ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sagen. Man muss auch mal Frage. Nicht denken, wenn man Musik genau. macht. Das man muss einfach wichtig. Geschehen lassen und dann kriegt man diese Sachen so hin. Ja. Also geschehen lassen heißt fließen lassen. Ihr seid eine Jamband. Nicht nur, aber das ergibt sich halt auch so aus den verschiedenen Ecken, wo wir so herkommen. So. Also ich meine, so der mit Abstand beste Songwriter bei uns ist auf jeden Fall hier der Joko und ich komme halt eher aus so einer, ich habe jahrelang gar nicht in Bands gespielt großartig, sondern habe eigentlich nur Jam Sessions die ganze Zeit gemacht mit verschiedenen Musikern und das waren halt immer so total frei improvisierte Sessions, also keine Book Sessions oder irgendwelche Sachen, wo man was abspricht oder sowas, sondern echt einfach drauf losspielen und gucken, was passiert. Ja. Und da passiert dann immer viel Schrott, aber dann passieren auch mal immer wieder so 2 Minuten, die halt echt richtig gut sind, ja. Wo man einfach merkt, da passiert jetzt gerade was in dem Raum oder zwischen den Musikern. Ja, ja, okay. Da großartig drüber vorher quatschen muss oder sowas. Klar. Und dann aus der Ecke komme ich halt sehr, sehr stark, bin ich dadurch geprägt halt einfach. Und wenn man dann halt sich so im Proberaum trifft und mal keinen Bock hat, irgendwie eine Probe zu machen, ja. Wo man so wirklich arbeitet, sondern einfach mal ein bisschen zocken will, dann kann immer wieder mal so Dinge passieren, dass dann da irgendwo 2 Minuten hängen bleiben, die dann irgendwann mal in einem Song verwurstet werden. Ja. Und ja, so ist dieses Spielchen immer, das wird immer so, das wechselt sich immer so ab. Man kann jetzt nicht sagen, wir jammen nur und dann entwickeln wir daraus Songs. Okay, ich verstehe. Mhm. Genauso wenig kann man sagen, wir schreiben Songs und die sind dann so, wie sie sind. Sondern das ist immer so, das ist immer so eine Fusion aus beiden Elementen. Ja. Aber die besten Situationen waren eigentlich immer die, wo wirklich aus einer Session ein kompletter Song sofort entstanden ist. Ja klar, logisch. Das ist, natürlich, das ist natürlich super. Ja, das ist der Idealfall. Ne? Also wie jetzt auf der Platte zum Beispiel, ja. Scarlet ist halt im Prinzip ist einfach eine Session gewesen. Geil. Neid, Hut ab. Nee. Na, ja, bis auf den Gesang. Bis auf den Gesang, ja. Ja gut, okay. Ne? Aber der Song steht als solcher. Ne? Okay. Ja. Marcia, du hast es eben schon gesagt oder angedeutet. Erzähl mal kurz zur Biografie der Band. Irgendwie, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat der ganze Wahnsinn angefangen? Tja, der ganze Wahnsinn hat angefangen. Ich meine, kommt ihr jetzt eigentlich aus Düsseldorf oder aus Krefeld? Oder wo ja, wo soll ich da anfangen? Das ist eine unglaublich lange Geschichte. Das würde die Sendezeit sprengen. Die Sendezeit sprengen, ja. Lass uns was kaputt machen. Die wesentlichen Punkte sind eigentlich so, also wir kennen uns schon aus Krefeld, weil wir beide in Krefeld aufgewachsen sind. Und
Der Bruder von Joko ist halt ein guter Freund von mir, jahrelang schon gewesen, bevor ich mit ihm in einer Band gespielt habe. Man kannte sich immer so aus der Musikszene in Krefeld. Also ich habe da so meine Band gehabt und er hatte seine Band und so kannte man sich dann schon lange Zeit, bevor wir überhaupt jemals zusammen gespielt haben. Und dann hatte ein guter Freund von uns und ehemaliges Bandmitglied von ihm eine Band am Laufen, die sich so ein bisschen zerschlagen hatte, weil da so ein paar Leute ausgestiegen sind und so, und dann sind wir da halt dazugekommen. Und das war eigentlich der erste Moment, wo wir dann zusammen Musik gemacht haben. Und aus der Band heraus, als die dann so in sich zusammenbrach, habe ich dann angeregt, dass damals der Steven Hein, der da Sänger und Gitarrist war in der Band, wo wir zusammen gespielt haben zum ersten Mal, dass wir dann zu dritt noch was machen sollen. Und der Steven war auch ein recht guter Schlagzeuger und dann haben wir den Steven ans Schlagzeug gesetzt und Joko an eine Gitarre und ich halt an Bass. Und das war halt schon so ein bisschen, da musste ich die beiden so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Das war schon ein bisschen Überredungskünste gefragt an der Stelle. Was heißt das? Du bist auch derjenige, der ein Stück weit die Geschicke der Band musikalisch dann gelenkt hat. Nee, musikalisch noch nicht mal so, ja. Aber einfach ich musste die beiden einfach darauf einschwören, dass das eine gute Idee ist, dass wir zusammen Musik machen. Ja. Da waren die beide nicht mehr so, die hatten schon eine lange Vergangenheit zusammen in der Band und so. Und da ach so, waren die dann okay, nicht mehr okay. So überzeugt von okay, ja. Zu dem Zeitpunkt. Oder, aber ich habe das dann irgendwie hingekriegt, dass ich die beiden überredet habe, so, komm, wir machen das jetzt zu dritt hier, machen wir ein neues Bandprojekt. Okay. Ja. Und inzwischen ist der Steven gar nicht mehr bei uns. Habe ich gelesen. Der ist ja, ja. Raus. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und dann haben wir 2006, wohnte ich schon in Düsseldorf damals, und der Tobi auch, der Joko auch und der Steven auch. Und so hat sich das alles dann irgendwie gefügt, ja. Sag ich mal. Dann haben wir halt losgelegt. Das war 2006, mein Gott. Wahnsinn, ja. Ja. Das ist das 10-jährige Plan. Wahnsinn, ja, haut mich vor allen Dingen um, da ich euch so für mich als Newcomer entdeckt habe. Und letztendlich seid ihr Newcomer. Das ist eure erste Veröffentlichung. Eure erste LP, beziehungsweise CD-Ausmaß sozusagen. Ihr habt bisher EPs veröffentlicht. Oder was war das? War das Vinyl? Waren das Singles? Oder was war das? Das war reines Internet, so Single-EP-Ding immer. Wir haben auf eigene Faust zwei EPs auf CD dann halt gemacht. Die Fiasco und die Antigone. Und ja, und letzten Endes sind wir auch hingegangen und haben jetzt für live einfach die aus den Singles, die man halt online über unsere Fuck You Silence Label-Seite sich runterladen kann, eben auch so so ein CD-Single-Output gemacht, der haptisch auch ganz nett ist. Ja. Damit man einfach was dabei hat live. Das sollte man den Hörern auch nochmal mitteilen. Von Art One, Art On, Art Now kann man sich die CD bzw. die LP als MP3 runterladen auf deren eigener Labelseite Fuck You Silence. Ja, so findet man die bei Google. Und das ist euer eigenes Label, so wie ich das wahrgenommen habe. Es geht sich nur um eure Band dabei und da ist jetzt nicht geplant, also das soll jetzt kein Aufruf sein an Bands, euch irgendwelche Demos zu schicken oder so. Nee, ja. Das nicht. Also wir, im Moment ist es halt so ein typisches Ein-Band-Label-Online-Ding irgendwie, aber wir lassen das offen. Also jetzt aus der Not oder aus Prinzip? Ist das so ein DIY-Gedanke oder habt ihr einfach noch nicht den richtigen Finanzier und so weiter gefunden? Da steckt schon dieser DIY-Gedanke dahinter, weil wir... das war so vielleicht auch so eine Reaktion irgendwie auf etwas seltsame Erfahrungen, die wir so, wie soll man sagen, vorher so im Business gemacht haben und haben dann gesagt, so komm, das können wir auch alles selber, mal ganz blöd. Und wir wollten vor allen Dingen auch da für so einen direkten Output sorgen. Also nicht mehr so lange schnacken um irgendwelche Veröffentlichungen, sondern einfach machen und die Dinger schnell raushauen. Und deswegen sind es auch eben dann meistens jetzt so Singles oder eben so kürzere, wenig Song-Sachen geworden sozusagen bei einer Veröffentlichung. Ja. Ist denn aufgrund der LP jetzt, ich sag mal, die Öffentlichkeit oder das Feedback so internetmäßig, Rezi-mäßig, ist das mehr als bei den Singles? Doch schon. Also das spielt natürlich mit rein, dass wir für uns den absoluten wirklichen Zufall, der sich da ergeben hat, das Ganze auf Blue Noise rausbringen zu dürfen, was eigentlich so unser... haben wir vielleicht selber gar nicht so drüber nachgedacht vorher, aber es glaube ich so unser Wunschlabel irgendwo war. Klar zieht das so ein bisschen Aufmerksamkeit mit sich irgendwie. Ne? Ja. Macht hier unser
Und uns Guido natürlich auch so ein bisschen Promo-Rutsche, klar. Und ja. Ich glaube, nur sowas ist dann auch Ox und Visions und sowas zustande gekommen. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte mal zwischendurch nochmal Musik vorstellen von euch irgendwie. Ja, auch so ein Song irgendwie. Absolut klasse. Irgendwie. Auch so ein Song. Ja. Ja, ich kann leider nicht die ganze Platte spielen, aber das ist natürlich der Oberknaller. Wenn es eine Single geben würde, würde ich das vorschlagen als Single irgendwie. Romance Junkie on Cold Turkey. Ups. Yeah.
Ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk. Heute zu Gast hier in Mönchengladbach Art One, Art Own und Art Now irgendwie. Und zwar in Form vom Bassisten Masia. Ja, das ist nicht einfach. Und dem Sänger und Gitarristen Joko. Ne? Ja. Wir waren da gerade schon ein bisschen drüber am Sprechen wieder, beziehungsweise eigentlich wollte ich nochmal weiter zurückgehen, irgendwie diese Aufnahmesituation, beziehungsweise wenn Guido Lukas einen produziert, ist das doch eigentlich schon mal eine Adlung schlechthin. Ihr habt ja, glaube ich, schon mal, habe ich im Internet gelesen, irgendeinen so Preis in Düsseldorf bekommen. Ne? Irgendwie. Das war ja mehr ein Unfall. Ja, genau. Das war in der Tat ein Unfall. Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dazu geführt haben. Wie kam der Guido Lukas Kontakt zustande? Hattet ihr bei ihm was zum Mastering abgegeben oder wie ist er auf euch aufmerksam geworden? Nee, wie es so oft ist, war es auch der reine Zufall. Also wir haben in Köln in Kalk im AZ gespielt. Und da war der Sänger von Mouth, die ja auch jetzt auf dem Blue Noise Label sind. Und der hat gesagt, fand ich total super und ich muss euch unbedingt mal den Guido Lukas vorstellen. Und so kam das dann, so kam eins zum anderen. Also das war noch nicht mal so, dass wir uns da initiativ irgendwie vorstellig geworden sind beim Guido oder sowas, sondern es war rein Zufall und dann hatten wir das Glück, dass der Guido nicht sofort die Ohren zugemacht hat und gesagt hat, nee, auf Wiedersehen. Sondern dass dann auch tatsächlich ganz gut fand, was wir gemacht haben. Ja. Und so kam dann eins zum anderen, ja. Ja. Wahnsinn, so kann es gehen manchmal. So kann das gehen, eigentlich kann es nur so gehen. Solche Geschichten sind ja immer so, dass das Leben die eher schreibt, als dass man da selber Einfluss drauf hat. Ja. Ja. Also wenn man sich sonst wie kaputt buckelt und krumm macht und hast du nicht gesehen, dann passiert meistens nichts. Und wenn man wirklich an nichts Böses denkt, kommt auf einmal der Zufall um die Ecke und dann läuft es auf einmal. Mhm. Also es war wirklich sehr, sehr viel Glück dabei und für uns hat sich dann wirklich eine Situation ergeben, die wir uns gar nicht so schön hätten ausmalen können, wie sie im Endeffekt war. Also es war wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es war einfach top. Jetzt hat die Joko eben schon gesagt, war eigentlich so eine Art Traumproduzent, ne, oder Traumlabel. Ne, und wie kommt das? Wo kommt ihr her, dass ihr euch, ich meine, andere Leute sagen, ich möchte gerne zu dem und dem Label, weil da die und die Band ist. Gibt der Backkatalog von Blue Noise das her? Habt ihr schon bereits vorher Platten von dem Label gekauft im Speziellen oder seid ihr nur froh, weil ihr ganz genau wisst, was Guido Lukas für ein Arbeiter ist und was der für ein Sound produzieren kann? Also ich war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre schon ein Riesenfan von Mike Stoll oder Mink Stoll. Und die waren auf Blue Noise. Hm. Das wusste ich aber gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich bin nicht so der Typ, der dann irgendwie das Erste, was er eine Platte cool findet, dann irgendwo guckt, so welches Label und wer hat da produziert und so weiter. Ja. Sondern das kommt bei mir meistens ein bisschen später. Und ich fand aber Mink Stoll immer super, weil es für mich die Noise-Rock-Band in Deutschland war, die mit so New Yorker Noise Rock irgendwie mithalten konnte, vom Sound her und so. Also die sich halt nicht nach einer deutschen Band angehört haben, sondern nach einer Band aus den Staaten, aus New York City oder sowas. Ne? Und im Endeffekt, als ich dann Jahre später erstmal realisiert habe, so wo die eigentlich herkommen oder wo die produziert haben und so weiter und so fort, dann kriegt man dann ein Bild davon, so, ah ja, guck mal, mit wem haben die zusammengearbeitet, wer ist in der Lage in Deutschland einen solchen Sound zu machen überhaupt. Und ja, dann wird die Auswahl ziemlich klein und in dem Fall war es halt Guido Lukas. Ne? Mhm. Und, also da muss ich wirklich sagen, kenne ich sonst keinen, der so einen Sound machen kann in Deutschland. Irgendwie. Also bei Mink Stoll hat sich irgendwie eher wie Bark Market, weißt du, wie du kennst, anhören oder vielleicht noch so ein bisschen wie Helmet. Ja. Ja. Und das sind halt einfach Bands, die findet man sonst in Deutschland von dem Sound her, sag ich jetzt mal. Absolut, absolut. Überhaupt nicht. So. Schwierig, genau. Ja. Und das war für mich so, also die Band auf dem Label, die ich jetzt, wo ich mich am meisten mit identifizieren konnte. Ja. Wo war da für euch so der Einfluss in den 90ern, in eurer eigenen Sozialisation, eure eigene Musikhörerei irgendwie? Heißt ja eigentlich, ihr kommt als erstes mal grundlegend, weil Noise ist ja jetzt nicht die Oberfläche, sondern ihr kommt ja grundlegend dann eher so aus dem Alternative-Bereich wahrscheinlich, oder? Ja, also darf man das so pauschal sagen oder wäre es falsch? In meinem Plattenschrank ist ganz, ganz weit oben Soundgarden zum Beispiel.
Also Soundgarden war die Band, die mich, als ich 14 war und im Walkman rumgelaufen bin, habe ich irgendwie ein Jahr lang die Bad Motor Finger. Oh, ich fand Chris Cornell immer so scheiße. Ja, das ist immer die... Was für eine Kackstimme. Ja, die Band war gut, ja, aber der Gesang, ey, boah. Da scheiden sich die Geister immer wieder. Ja, es gibt ganz, Leute, ganz die schlimm. Hassen Soundgarden, ja. Und er hat mich ja dann über die Jahre bestätigt, weil er hat doch vor 4-5 Jahren so ein Europop-Projekt gemacht irgendwie. Ne? Ganz, ganz schlimm. Er hat wirklich Europop gemacht. Ja, eine ganze Platte irgendwie. Ja. Hat auch kräftig Schelte bekommen in dem Bereich. Aber gut, Soundgarden, der ganze Grunge-Bereich, das war natürlich ein riesiger Einfluss, klar. Ja. Also würde ich auch sagen, da waren wir natürlich damals auch genau in dem Alter. Ne? Das war ja genau unser Ding einfach. Ne? Nevermind hat natürlich bei uns voll eingeschlagen. Zum Beispiel. Ja. Aber bei mir zum Beispiel waren Nirvana gar nicht so weit oben. Also, Ja, wir haben schnell weitergegraben. Ja, aber jeder kannte die und jeder hörte die. Auch wenn du sie selber nicht gehört hast. Du musstest sie hören bei deinen Freunden. Ja, du hast sie auch bei jeder Party gehört. Und egal, wo man hingekommen ist, hast du das Master Teen Spirit um die Ohren bekommen. So, das ist einfach so gewesen. Das war auch okay so. Also, ich meine, das war nicht viel angenehmer, als wenn man heute auf eine Party geht und ganz andere Sachen hört, die man nicht hören möchte. Ja, aber das sind ja Bands, die auch immer versucht haben, so das Umfeld zu erläutern und zu erklären, aus welchen Inspirationen und Feldern sie so kommen. Und die haben ja auch wahnsinnig viele Bands dann quasi in ihrem Schlepptau gehabt, die niemals so populär geworden wären. Also gerade im Grunge-Bereich fallen mir da einige ein. War das für euch so der Schwenk, sich mehr mit den... Oder mal hinter die Fassade zu gucken und sich mehr mit den Hintergründen zu beschäftigen. Wie kam dann der Schwenk zum Neues? Was war so da der erste Einfluss? Also Soundgarden ist ja jetzt eher... Bei mir war das eher so, dass ich ziemlich früh schon Sonic Youth gehört habe. Ah ja, okay. War aber am Anfang so eine leichte Hassliebe, weil die sind natürlich teilweise ein bisschen sperrig irgendwie. Ja. Und da habe ich dann eine ganze Zeit lang für gebraucht. Und also wirklich viele Jahre, bis ich das so richtig verstanden habe oder dann auch wirklich immer mehr bei denen entdeckt habe, was mir eigentlich so gefällt. Und ich glaube, da ist so bei mir zumindest dieser ganze Abriss und Noise-Anteil stetig gewachsen eigentlich, dass ich das immer besser fand nachher. Mhm. Ich glaube, da haben die massiven Einfluss drauf gehabt. Ja. Mhm. Die Hinwendung zum Noise, zum sogenannten, ist für mich auch gar nicht so eine bewusste Auswahl von Bands oder sowas gewesen. So, ich meine, ich habe immer einfach den Kram gehört, der mir Spaß gemacht hat, der mich in irgendeiner Weise gegriffen hat. Ja, ja, klar. Das sind ja keine Gedanken, die ich dann da von links nach rechts schiebe und dann weiß ich, das passt in das Schema rein oder sowas, sondern ich höre Mucke und entweder die packt mich oder die packt mich nicht. Mhm. Und ich finde auch gar nicht, dass wir so noisy sind. Also dieses Noise-Ding... Sag mal. Aus der Sicht eines Musikers, also aus meiner Sicht zumindest, ist es irgendwie, es macht unglaublich Spaß, auch was Kachiges zu machen. Also das ist aber kein Stilmittel, wo ich sagen würde, so jetzt müssen wir da aber noch eine Portion Krach reinbringen oder Dreck oder Schmutz oder so, damit das irgendwie Abonnent on now ist. Oder sowas. Das ist für mich hatten neusige Bands auch schon immer trotzdem was Schönes, ohne dass ich mich um diesen Noise, der da mitwabert, so großartig gekümmert hätte. Also, du meinst das Songwriting? Ja. Nee, okay. Aber auch insgesamt, auch das Hören. Also insgesamt ist Noise für mich gar nicht so ein bewusst damit auseinandersetzen, dass da Noise ist. Sondern das ist, manche Bands sind halt einfach so. Also Sonic Youth sind halt einfach so. Ja, woher kommt das denn? Das kommt auch aus einer Verweigerungshaltung, oder? Ich weiß es nicht. Also ich meine, man könnte ja auch ein klassisches Rumgedudel-Solo spielen. Macht ihr nicht? Nee, das machen wir nicht. Muss man erstmal können. Ne? Also, ja. Kommt auch noch dazu. Ja, wir haben schon verstanden, was die Band jetzt angeht, haben wir schon verstanden, die Dinge zu besinnen, die wir können. Ja, okay. Also, es wäre jetzt nicht förderlich, wenn ich anfangen würde, irgendwelche Slap-Bass-Soli irgendwo einzubauen, weil kann ich halt einfach nicht. Ja, dann lasse ich es lieber sein. Ja. Und dann muss man halt, also man muss seine Stärken, ich kann halt gut achteln. Ja? Also achtel ich mal schön durch. Das ist die Basis. Wenn ich anfange, virtuos rumzuklimpern. Das ist das Wesentlichste überhaupt. Genau, wenn ich anfange, virtuos rumzuklimpern, dann sollte ich das auch richtig gut können. Ja, ja. Und wenn ich das mache, dann kann das ganz schnell in eine Richtung gehen, die sich weder ich noch sonst irgendjemand anhören möchte. Ja, aber man könnte euch unterstellen, das ist jetzt pures Understatement, weil ihr kommt ja schon sehr komplex rüber. Das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit den Fingern zu tun, sondern vielleicht mit den Füßen, nämlich mit den Fußpedalen oder wie auch immer ihr eure Effekte da einsetzt. Aber ihr legt ja schon Wert darauf, dass es nicht nur wie eine Gitarre klingt. Das ist so eine,
Wir hatten das Beispiel eben so eine Grunge-Schrammel-Gitarre, ja? Sondern das hört sich immer nach mehr an, das ist immer der volle Orchester-Sound, viel Hall, viel Delay und damit wird ja auch herumexperimentiert und das macht ja gerade den Charme der Musik aus, irgendwie, dass das so passiert. Ne? Also von daher, ist schon alles sehr berechnend, wie ihr das macht, aber da es immer im Neusigen bleibt und da es immer auch ein Stück weit, es ist ja nicht chaotisch, kann man ja nicht sagen. Es ist ja alles wohl sortiert und es kommt nur dem Hörer erstmal ein bisschen unsortiert, glaube ich, vor irgendwie. Und aber ihr habt ja eben gesagt, es ist improvisiert zum größten Teil. Die meisten Songs entstehen oder viele Songs entstehen aus so einem Jam heraus irgendwie. Und wenn es einmal fließt irgendwie, dann war es das. Welcher Song war das, wo ihr eben meintet? Das war jetzt nur ein Versuch, Scarlett? Ja, genau, ja. Scarlett. Ja. Hören wir mal rein, damit wir überhaupt verstehen, was die Leute uns sagen wollen. Thank you.
Das war Scarlett irgendwie, ne? Von Art One, Art Own, Art Now. Dreimal Kunst im Bandnamen. Sag mir mal, Joko, ich habe auch gelesen im Internet, ihr habt da irgendwelche Connections mit dem Theatermuseum Düsseldorf. Das liest sich alles sehr literarisch geprägt und intellektuell, sage ich mal. Darf man das sagen im Webradio? Intellektuell. Was hast du eine Connection? Wo kommt das her? Oh. Ja, die Geister, die ich rief. Was heißt das? Im Prinzip war es ja genau umgekehrt. Wir haben ja, ich meine, wenn man am Theater ist, ist das schon mal ein Schritt in eine Richtung, die der normale Bürger nicht so ohne weiteres geht. Sonst wären die Theater ständig ausverkauft und wir hätten insgesamt ein höheres Bildungsniveau in Deutschland. Also der Weg ins Theater, auch für eine Band, ist erstmal ungewöhnlich. Erstmal. Ja, also der Witz war eigentlich, dass wir, wie soll ich das sagen, so ein bisschen glücklicherweise eigentlich so ein bisschen Abriss erst am Theater gelernt haben, kann man sagen, um das so ein bisschen zu entkräften. Nee, in der Tat war es so, dass wir im Prinzip mit einer der ersten Sachen, die wir eigentlich überhaupt mit der Band gemacht haben, war, dass wir Musik für ein Theaterstück geschrieben haben. Für Antigone halt. Und auch Teil des Stücks auf der Bühne halt waren, also haben da agiert halt als der Chor. Ich habe das gelesen, ich habe das nicht für voll genommen. Das ist wirklich so, ihr habt die Musik für ein Theaterstück geschrieben. Wir haben die ja? geschrieben und das ist tatsächlich passiert in zwei Spielzeiten an verschiedenen Spielstätten ja. in Maastricht, Köln und Düsseldorf. Ist das veröffentlicht worden? Kann man das irgendwo nachhören? Nee. Nee, das ist nicht. Also es war eine Theater halt. Ja. Eine reine Live-Geschichte quasi. Naja, eigentlich war es so, dass, also es war für uns natürlich auch total neu, es war total toll, es war eine super Zeit. Wir haben es extrem genossen, wir haben eine krasse Erfahrung gemacht, weil ich, wenn ich dann denke, wie das war, als wir zum ersten Mal auf der Bühne standen und uns der Regisseur da einfach hat laufen lassen, aber so mit allem Mann. Ja. Das war ein seltsames Gefühl, das war eine krasse Erfahrung irgendwie. Was heißt laufen lassen? Ihr habt dann rumgejammt oder was heißt laufen lassen? Nee, das war so die erste, also ich stecke jetzt auch nicht so drin, aber das ist glaube ich auch so eine Technik, dass er einfach gesagt hat, so die erste Zusammenkunft von allen Schauspielern und der Band. Ah, was da machen wir einen kompletten Durchlauf und gucken erstmal, was passiert einfach. Also jetzt gar nicht groß mit ich mecker rum und sag was und gebe Input, sondern wir stellen euch einfach hin. Jeder kann so den Text erstmal und dann und ihr könnt die Mucke und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wobei, es gibt ja in diesem Antigone-Stück, es gibt ja immer so Chorpassagen, wo der Chor dann irgendwas daher faselt oder singt oder wie man es früher gemacht hat, weiß man ja nicht, war ja keiner dabei. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Chor und der hat da schon seinen festen Punkt, seine festen Punkte in dem Stück und es war schon so, dass wir die Songs dann im Vorfeld, bevor wir überhaupt zu der Theatergruppe da gestoßen sind, erarbeitet haben und der Regisseur vorbeikam und gesagt hat, so der Song ist cool, der Song ist cool. Ja. Glücklicherweise hat er eigentlich zu keinem Song, den wir geschrieben haben, gesagt, das ist scheiße. waren das jetzt eure Texte, die dann? Oder? Genau, wir haben halt vieles dann umgemünzt. Das ist halt so für uns, wir haben dann die Texte, die der Chor da vorgibt in dem Stück, haben wir so sag ich jetzt mal, inhaltlich aufgegriffen, aber dann eigene Texte, hallo Hund. Das ist der Knut. Das ist der Knut. Der Punkrockers Radiohund. Ja, der frisst gleich die Katze, die auch hier ist. Der Kopfpunkhund, Knut. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da diese Songs geschrieben und dann kamen wir zu den, Schauspielern dazu und das war für uns auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Nummer, weil man dann einfach in einem Theaterstück schon nochmal eine andere Art von Bühnenperformance kennenlernt, als man das als Band so in der Regel macht. Da gehe ich von aus, ja. Das ist halt schon nochmal ein anderer Angang. Also wie viele Konzerte gab es oder wie viele Aufführungen? Ich glaube 16 oder 17. 16 oder 17 Abende. Ja. In welchem Theater? Im FFT in Düsseldorf ist das gelaufen und in Maastricht in einem Theater namens Het Huis van Bourgogne. Und
dann noch in Köln auf der Studiobühne haben wir es auch nochmal gespielt. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ne, aber ich meine, das ist ja jetzt, ich meine, da habe ich ja nicht so falsch gelegen, ist ja doch schon etwas ein ungewöhnlicher Ansatz für eine Band irgendwie. Also zumal, hat die Band da schon Art One, Art Own, Art Now geheißen? Ja. Ah. Aber das war jetzt, also genau, zurück zum Bandnamen. Ja. Also habe ich die Frage schon gestellt? Diese Konstellation von Worten hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns dann besonders für Theater oder sowas präpariert hätten. Kunst sowas, ne? Wäre es eigentlich. Ja, wir haben einfach, der Tobi hat das eigentlich immer ganz nett formuliert, ich kriege das jetzt gar nicht hin, aber wir haben eigentlich mal irgendwo uns gedacht, wir müssen einfach mal jetzt da, wir wollten erstmal einen Bandnamen haben, der eigentlich nicht so leicht ins Ohr geht, komischerweise. Mhm. Manchmal fragt man sich, was das soll, ja. Selber auch, aber und dann kam halt dazu, dass wir über eine ähnliche Konstellation von Worten gestolpert sind in einem Buch, unser Schlagzeuger damals. Und das haben wir dann nochmal ein bisschen umgestellt und wir fanden es eigentlich ganz geil, da Kunst drauf zu schreiben, wo Kunst drin steckt. Ohne dass wir jetzt besonders artsy rüberkommen wollen. Auch die Musik soll jetzt nicht besonders artsy sein. Wir wollen jetzt auch keinen Pro-Rock machen, der so verschachtelt ist, dass man sofort merkt, ah, das sind Künstler. Ja. Für uns drei klang das super. Art One, Art Own, Art Now. Klang gut. Ja. Habt ihr da noch andere? Viele Leute haben da ein Problem mit. Das aber Ganze hat quasi so ein... So welches ein, Problem so ein, haben viele Leute damit? Jetzt, ja, mit der Aussprache? Mit oder der Aussprache. Ja. Ich hatte auch zuerst gelesen Art Town. Ich hatte irgendwie den Town irgendwie... Ja. Aber es scheint dann eher so ein Augentrick zu sein. Ja, so, weil sobald du es dann laut liest, wird klar, geht ja gar nicht. Ja. Wir müssen vielleicht da grafisch nochmal dran. Irgendwie, ja. Anscheinend scheint dieses Town da immer so rauszukristallisieren. Vielleicht ist es so. Ich sag dir was, also ich im allerersten, mich interessiert sowas sehr wahnsinnig, wie oberflächlich ich selber bin. Ne? Als ich das Ding das erste Mal in der Hand hatte, da habe ich sogar in Wirklichkeit gelesen, Art Town, Art Town, Art Town. Ich habe das erst beim Hören dann wahrgenommen, ja, scheiße, das sind ja mehrere Wörter irgendwie. Also, aber ja, verrückt, oder? Ja, auf jeden Fall fordert der Name extrem, weil man wird dann halt total. Man wird bei Festivals dann auch irgendwie, weil der Typ, der die Bands ansagt, es aufgibt, den Namen vernünftig auszusprechen, sagt er dann einfach, ja, jetzt kommen die Artis. Die Artis. Und dann, so nein. Ja, dann steht man hinter der Bühne und schlägt die Hände beim Kopf zusammen und denkt sich nur so, was ist denn jetzt hier abgelaufen? So, dann geht man schon mit einem Scheiße. Guten Gefühl auf die Bühne. Okay. Wir sind die Artis. Ja, dann einfach ohne Ansager auf die Bühne machen genau, die meisten Bands ja so. Ne? Ja. Der Name hat dann einfach so einen leicht dadaistischen Anstrich des Ganzen und das ist ja. Eigentlich ganz gerne. Okay, auch ein beliebtes Stilmittel. Übrigens auch im deutschsprachigen Punkbereich. Ne? Wird immer gerne genommen. Ne? Warum habt ihr euch fürs Englischsprachige entschieden? Vorletzte Frage. also man kann das auch problemlos auf Deutsch machen. Ne? Könnte man auch machen. Aber der Tobi hat so viel Deutsch gesungen in vorherigen Projekten, dass ich gesagt habe, der muss jetzt mal eher Englisch reden. Ne? Nein, Quatsch, aber es ist auch gar keine 100% auf 100 Jahre Festlegung. Also was jetzt nicht heißt, dass das nächste Album Deutsch wird, aber klingt gut, macht Spaß, da drin Texte zu schreiben. Ich würde da gar nicht so ein Thema draus machen, ehrlich gesagt. Also, ja, okay. Wenn wir irgendwann mal einen deutschen Songtitel haben, dann ist das ist so. Kein politisches Statement. Es wäre auch nur mein Thema, weil es ist ja die Kopfpunk-Sendung. Ich feature ja meistens neue deutschsprachige Punkbands und jetzt nichts Englischsprachiges. Ganz selten mal Englischsprachig. Unsere Sprache ist eher die Musik, weniger die Sprache. Eigentlich wäre es ein schönes Schlusswort. Irgendwie. Ich habe die Fragen falsch sortiert, ich bin schuld. White Noise Romance. Was ist das für ein Albumtitel? Worum geht's da? Was ist das? White Noise Romance. Im Prinzip ist eigentlich das Ding, was wir vorhin schon so ein bisschen hatten. Also im Prinzip ist es halt dieses Ziels auf diese, auf letzten Endes auf diese Gratwanderung ab, haben wir gemerkt. Der Titel ist eigentlich zustande gekommen. Also wir haben, es gab keinen, also den Titel gab es nicht vorher. Es gab jetzt kein Konzeptalbum oder so, wo wir angegangen sind und haben gesagt, ist auch nicht Bestandteil der Texte oder eines Songs oder so, ne? Nee. Ja. Also wir haben jetzt nicht vorher gesagt, so hier, wir haben ein Thema im Kopf und dazu machen wir jetzt ein Album, sondern wir haben es einfach so geschehen lassen und haben während des Prozesses halt geguckt, wie fügt sich das alles zusammen, wie passen die Songs, auch mit dem Artwork dazu, das ist bei uns auch immer ein ganz wesentlicher Input während zu nehmen. Das ist mein Bruder, der bei uns die ganzen Fotos macht, die man so oft als Inspiration halt nehmen.
Naja, und dann sitzt man da so und weiß jetzt mittlerweile, welche Songs aufs Album und fummelt mit dem Cover rum und so. Und irgendwann macht es halt Klick und irgendwie fügt sich alles zusammen. Und White Noise Romance hat es halt genau getroffen. Das ist genau die Mischung aus Abriss und Schönheit. Mhm. Ist halt genau diese Gratwanderung. Mhm. White Noise ist ja ist ja quasi eigentlich ein technischer Ausdruck. Mhm. Also, ne, das geht ja. White Noise ist ja eigentlich der Begriff im Englischen, wenn ich da kurz mal klugscheißern darf an dieser Stelle, für das Bildrauschen, wenn man im Fernseher einfach ne, dieses schwarz-weiße Gekrüssel da hat. Weißes Rauschen. Ne, das weiße Rauschen, genau. Ja. Zu Deutsch. Ja. Das im Endeffekt, wenn man sich den Querschnitt der Platte jetzt mal so anhören würde, bringt das eigentlich die Elemente, die da so immer wieder mit rumjongliert wird, eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ne? Also auf der einen Seite halt der Krach und der Noise-Faktor, den wir schon angesprochen haben, und auf der anderen Seite halt irgendwie die Melodie, die wir doch noch versuchen zu etablieren. Ja. Und das ist halt der romantische Teil so. Ne? Also, steckt natürlich auch schon so ein bisschen Statement mit drin. Also schon mit dem Cover halt so, dass sich irgendwo feiern auf seine Plattensammlung, gepaart damit, dass wir ganz bewusst auf einer Bandmaschine aufgenommen haben und nicht in den Rechner und all diese Dinge, die da halt zusammenkamen. Mhm. Das spielt natürlich auch damit rein. Mhm. Okay, wir sind durch. Ja, eine Stunde geht immer schnell rum. Man könnte locker noch eine Stunde dranhängen. Es gibt immer noch was zu erzählen, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Habt ihr noch eine wesentliche Mitteilung für die Hörer von Punkrockers Radio? Es werden nicht so viele sein. Ihr könnt also sagen, was ihr wollt. Rock on! Ja, vielen Dank, dass wir da sind. Ja, danke euch, auf einen schönen Abend. www.punkrockersradio.